Hallo und herzlich willkommen zurück bei Linux Games mit dem Minecraft Let's Play. Wir spielen hier heute lustig vor uns hin. Ich finde es schön, ich hätte hier meinen Creeper gesehen. Wir gucken uns ihn ganz genau an. Schreckmoment. Stirb. Erschreck mich nicht. Niemand mag es ja schon. Erschreckt. Das ist nicht das Game. Ja. Binne. Da ist ein Creeper. Den müssen wir so hier wegrocken, dass er nicht in meinem Kram explodiert. 2, 3. Besser. Dieses leise Zischen auch nachher. Kleine. Bedrohung. Irgendwann wird er mich kriegen. Irgendwann. Bringt er mich einfach weg. So. 51 Stück. Machen wir jetzt die letzten reinholen. Und dann sollte das wahrscheinlich auch reichen. Wir haben sogar fast über. Angenehm. Jetzt haben wir uns darum gekümmert, dann kommt das nach oben. Das kommt auch nach oben. Wollen wir einen Fußboden machen und die Rückwand? Oder generell die Wände? Fußboden können wir mal mit Birkenholz machen. Komm, machen wir die Wände damit. 1, 2, 3. Kann da theoretisch die Wand hin. Oh, machen wir die Wand da. Und hier links. Jetzt brauche ich. Ups. Nicht den Fußball noch mit. Den müssen wir nochmal explizit ausheben. Das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Und hier links bis zu dem Punkt ungefähr. Ach, das passt. Falsche Taste. Sehr schön. Damit haben wir viel mehr Tiefgang, als ich eigentlich brauchte. Auf jeden Fall, die Wände werden in den Boden eingearbeitet. Und deswegen brauchen wir die gerade nicht. Das hier oben, das ist schon Deckengewehr, macht sie nur 2 Felder hoch. Damit ja nichts respawnt. So. Seite das ist auch hoch. Wir machen nur vorne Fenster rein. Sehr schön. Und wir nur noch grobe Anteile, wofür was eigentlich sein soll. Erstmal machen wir hier wieder eine Lücke. Ich finde, das wird locker raus. Und zwar ein schönes Lager. Nein, nur ein tiefgehendes. So. Dieser Esel ist ja auch Hammer. Das entschuldige ich, war mein Handy. Dicht zur Seite. Es geht da um langweiligen Papierkram. Da machen wir den Sauertisch rein. Wahrscheinlich. Oder irgendwas anderes Lustiges. Auf den Sauertisch habe ich hier genügend Platz. 2, 3, 4, 5.
das ist das nächste. Ja. So noch einen zu viel. Aber das ist ganz gut so. Hoch damit. Sehr schön. Und hier können wir dann irgendwas noch frei nehmen. Lass mal reinpacken, je nachdem, wie wir lustig sind. Wo hau ich da mal den Eingangsbereich rein? Da. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wusste nicht. Dann machen wir das. Hier, per Kursverbreitungskur. Machen wir Doppeltür rein. Ups. Sehr schön. Dann haben wir so 26 Holz für den Über. Und dann können wir den Boden aus Birke machen. Dann sammeln wir noch ein bisschen Birkenholz. Und auch nochmal Riffen. Mindestens ein Block. Die Axt können wir jetzt noch aufschleißen. Wir haben ein bisschen Zeit, haben wir noch. Zwischen noch mal längs. Vom Vollmond die Slams umdolzen. Ich bin mir den Gedanken schon zurückgekehrt. Dann würde das heißen, dass wir gar nicht mehr so lange auf Slams warten müssen. Slimebolts hätte ich schon ganz gern. Weil ich Pistons ganz cool finde. Die Klebekolben. Mit denen dann auch mit so einem Tageslichtsensor entsprechend ja, so eine automatische Öffnung für die Tore mache. Grundsätzlich, wenn ich bei Dörfern bin, dass Dorfbewohner nachts halt nicht raus können. Und damit sie ein bisschen sicherer sind. Perfekt. Den packen wir nach oben, den nach unten. Der kommt nach da. Ist hier noch irgendwo ein bisschen was an Raumpunkt entfallen ist, aber wahrscheinlich so der Fall gewesen zu sein. Naja, alles halb so wild. Das da. Kein Teil dieses Baums. Ach, wo wir schon dabei sind. Nehmen wir auch noch den Rest mit. Das sollte kein uns nicht mit Linken geben. Nein, wir wollen noch. Ja, wir sorgen. Nein, wir sind noch hier. Da sind noch welche. Sehr gut. Da können wir ein paar von denen nachhauen. Ups, nicht wieder den gleichen. Die sind ganz cool, wenn es um Holzfarmen geht, finde ich jedenfalls. Also die Birkenbäume. Die sind relativ kurz. Man kann sie gut fällen. Dann bekomme ich einen Schreck. Feuerkrallenblock, aber ich habe nicht so viel. Aha. Oh, das ist nicht schön, ich will mehr haben. Ja, aber ich auch Gravel habe. Bevor die Sonne untergegangen ist, verliere ich noch mindestens einen Block Gravel aus dem Steinbruch geholt haben. Reich und Schein. Super. Damit haben wir ein wenig Gravel für alles, was wir so benötigen. Das kommt nach oben.
vergessen. Seht ihr meine Begeisterung? Begeisterung ist überschwänglich. Darm. Aber die Kommentare mit von wegen bau dir mal richtigen Wiener, ne? Das wird bestimmt noch folgen, wenn sie nicht schon da sind. Das wäre der Punkt, den wir da hinten reinsetzen können. Eine richtige Wiener. Da kommt was hin, da kommt was hin. Da setzen wir was hin. Und hier drinnen natürlich auch. Bevor es Nacht wird, wollen wir ja nicht, dass hier dann noch Viecher spawnen. Doch schon wieder diese merkwürdigen Radio-Stimmen. So. Hier sind wir durchgekommen. Gehen wir hoch. Eisen haben wir wirklich nicht mehr. Das ist schade. Aber Zuckerrohr haben wir. Zuckerrohr kommt da oben rein. Kann noch da oben rein. Nichts. Hier haben wir von denen. Die können wir gleich noch zum Bau benutzen. Das kommt mit nach oben. Kies kommt mit nach oben. Das kommt auch mal mit nach oben. Ansonsten sieht das alles gut aus. Und das war gerade relativ stark. Ich glaube, ihr könnt das gar nicht hören. Mit der Radiomusik. Aber gucken wir mal, was wir jetzt machen können. Immer noch 1 von 6. Ton. Weiße Wolle. Andesit. Bruchstein plus Diorit vielleicht. Andesit. Witzig, kann man da noch irgendein Andesit herstellen? Wahrscheinlich nicht. Was ist das? Braunes Banner. Das kennen wir schon alles. Das kennen wir auch. Und hier haben wir auch nichts richtiges Neues. Ein Gemälde. Doch immer Gemälde bringen mag. Ich weiß gar nicht, was Gravel eigentlich bringen soll. Also Beton, habe ich gesehen, kann man damit machen. Hat jemand von euch schon Beton verwendet? Ich für meinen Teil bisher noch nicht. Das können wir gerne irgendwann mal machen. Einfach mal zum Ausprobieren. Das sieht doch eigentlich schön aus, was da hinten rum. Das ist ein Pferd. Was haben wir so die bei uns? Dort schlecht sichtbar durch die Gegend. Hier ist wieder alles tutti futti. Dann steige ich einfach mal wieder runter und gehen wir wieder schlafen. Und dann beenden wir dann die Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Nachmittag eher gesagt. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin, euer Linux-Gamer.